Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren direkt fort mit Let's Play. Paper Mario, die Legende von Johto! Toll. In der letzten Episode haben wir es in den Wunderverdammig Wald geschafft. Ja, das war ein Wunderverdammig Wald. Ja. Obwohl, der Typ macht jetzt nicht so Stress. Die Wolkentypen, die machen Stress. Wartet, ich nehme mir den da hinten vor. Agobrina macht jetzt 4 Schaden mit ihren Angriffen. Ne? Also 2 und 2. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Wieso ich oh oh sage? Wegen der zwei Giftpilze da oben. Oh, verdammt. Hier ist kein Toadhaus. Das. Oh nein. Oh nein. Die geben nur noch. Doch, die geben doch schon. Oh, elektrisch geladen. Direkter Angriff willst du. Oh. Okay, danke schön. Ist mir egal, ob ich jetzt keine anderen Bingos bekomme, aber den Bingo, mit dem brauche ich wirklich nicht. Da hat der halbiert alles. Also, Zuschauerzahl geht weg. Unsere HP, BP und SP werden halbiert. Alles ist schrecklich, wenn man das bekommt. Ich will es euch wirklich nicht vorführen. So. Okay, aber hoffentlich wird diese Episode nicht unterbrochen. Sternspiel halten. Moink. Ach, hört euch diesen süßen Sound an. Mann, das Spiel ist so süß. Und ich liebe den Wunderwald als Area. Nein. Ich wollte nur den Partner wechseln, um die Insignie zu bekommen. Damit Kupio auch hochgelevelt werden kann. So. Da oben war doch ein Stratox. Wenn ich mich nicht... Falsche... Nein? Okay, dann war es einfach der da unten, der ich gemeint habe. Oh! Erdbeben! Das ist ein cooler Orden, den... Habe ich? Ich habe doch nicht genug OP, oder? Ich habe noch ein OP. Ach, Typ, bitte? Danke. Wie kostet Erdbeben denn 2? Ich glaube, ich werde einfach Multisprung ablegen und Erdbeben aktivieren, weil ich liebe Hammerattacken. Ja, man merkt, dass ich ständig Krieger spiele mit 2 Händen. Warte. So, Umbrina. Falls der uns schon angreifen will, sind wir dann... Verdammt. Vorbereitet. Seht ihr? Kupio wäre hier echt fehl am Platz. Obwohl, den ersten hätte er jetzt noch angreifen können, aber gut. Ja, und Erdbeben trifft natürlich nicht schwebende Gegner oder fliegende Gegner oder Gegner, die nicht am Boden sind. Muss schon bodenständig sein, um von so einer Attacke getroffen werden zu können. So. Na, ihr wisst schon, was ich meine, meine Güte. Ach ja. Die gebe ich nicht mehr viel XP. Ach ja. Aber ich freue mich schon aufs nächste Level ab. Dann holen wir uns auch mehr OP. Weil momentan sind unsere KP und BP doch gut. Sieht nur da drüben, das ist Madame Mironas Anwesen. Ah, da ist es. Oh, danke, Heilung. Danke, das brauche ich jetzt wirklich. So, dann wollen wir mal. Oh, wisst ihr, wie schön es ist, mal wieder den GameCube-Controller in den Händen zu halten? Es ist so ein toller Controller. Ich lieb das Teil. Ach ja. Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, mein kleines Ding. Ach ja. Ich liebe echt Nintendo-Dinge. Die Konsolen, die sind echt hart. Ich meine, mein GameCube funktioniert immer noch. Also gut. Entschuldigung. Es scheint nicht da zu sein. Vielleicht geht sie ja gerade im Wald spazieren. Mal gucken. Oder vielleicht war ich einfach zu leise. Batamerona! Sind Sie zu Hause? Verschwindet. Niemand betritt diesen Raum. Madame Mirona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Bubulio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendetwas für dich tun? Also, da wäre tatsächlich etwas, wobei Sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt.
Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Und dann geht die Welt unter. Ob sie uns wohl helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden? Tatsächlich? Deshalb seid ihr extra hierher gekommen? Ich würde euch ja wirklich gern helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Wieso denn das? Ohne mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals für die Tür wagen. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Ein Collier? Dafür habe ich als Dame natürlich vollstes Verständnis. Moment. Ein Collier? Jetzt fällt es mir ein. Irgendwie ist mir, als hätte ich das gerade so etwas gehört. Wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ich flehe euch an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Merona. Mario macht das mit links. Oder, Mario? Ja. Na also, dann lass uns sofort losgehen, das Collier suchen. Oh, danke. Es gibt doch noch galante Männer. Ach ja. Galante Männer und galante Frauen. Ach ja. Also gut, suchen wir das Collier. Das Schattentrio hatte es doch. Das kann auch nicht wahr sein, Brunhilde. Erst bestuldigst du mich und dann hast du die Zeichnung doch selbst. Ja, sei doch still und mach nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Ich glaube... Verdammt, das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Das wollte ich doch... Ja, sieh es doch. Jedenfalls, Barbara, das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du noch büßen. Wie bitte? Du hast doch... Schweig, keine Widerrede mehr. Du bist... Eigentlich wollte ich dir das Collier zurückgeben, aber so nicht. Und jetzt lasst euch gefälligst das einfallen, wie wir diesen Mario finden. Also... Ach ja. Diese Brunhilde ist echt fies. So verursacht sie ein emotionales Trauma, das sich eines Tages noch rächen wird. Ne? Und vor allem, das tut man Leuten nicht an. Man ist nicht so... Ja, ja. Muss schrecklich sein, sowas. Ihr gebt mir nicht mehr genug XP. Ich ignoriere euch jetzt. Kann ich da zufällig runter? Kann ich. Sehr gut. So. Ja, sobald die Gegner echt keine XP mehr geben oder zwei Stück pro Gegner, naja. Dann wollen wir uns nicht mehr... Oh, der ist ja wieder da. Cool. Gut, können wir den später aufheben. Später noch aufheben, Subit machen. Nein. 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 Verdammt. Ich bin auch gut ausgewichen. Verdammt. Ich will eigentlich jetzt nicht wirklich meine Kräfte auf verschwinden, ne? Vor allem will ich meine Kapi nicht verschwinden, ne? Ich könnte ja Erdbeben versuchen. 1, 2. Gut. Oh yeah, Erdbeben macht die Kirks platt. Badabam, badam, bam, bam. Ah, und ich soll jetzt wieder mal... Ah, na gut. Kupio, hey, du kannst das besser als ich. Oh yeah. Oh, natürlich hat jetzt Erdbeben viele Bibi verbraucht. Aber wenigstens sind wir den Kirk los. Badabam. Okay, die geben noch XP auf jeden Fall. Die werden wir später noch catchen. Aber zuerst holen wir uns dieses Collier. Und das Geld. Oh nein, ich habe jetzt Gumbrina nicht dabei. Na, das ist doch. Nach der Zeichnung sah er so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und dann läuft uns dieser arme Trottel direkt in die Arme. Ihr hattet doch vorhin dieses Collier. Wie bitte? Wer ist hier wem in die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Ich hab nichts gegen euch persönlich. Versteht doch nichts falsch. Aber dass ihr hinter den Sternjuwelen her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht.
Daher muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mir diese Karte schnappen. Wie kommt es, dass ihr über die Karte und die Sternjuwelen Bescheid wisst? Ihr werdet doch nicht etwa die Prinzessin. Wer seid ihr überhaupt? Nun, wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, man kennt uns als... Schatten. Ladies. Schatten, Ladies? Barbara, du dummes Stück, was schwafelst du da? Schattentrio, Trio. Ladies, lächerlich. Ladies, das sind wir, aber du bist nur eine blöde Nuss. Oh, verzeih mir, Brunhilde, das ist mir so rausgerutscht. Rausgerutscht oder nicht? Dafür bekommst du auch eine angemessene Bestrafung. Brunhilde. Oh Mann. Ja, aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also, auf ihn, Roberta, Barbara. An diesen Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er noch lange denken, falls er es überlebt. Na gut. Ja. Oh, verdammt, soll ich aber... Rubine nicht da. Pech für dich, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara, zeigen wir, was eine Hake ist. Bin bereit. Verstanden, Brunhilde. Oh, die arme Barbara. Tut mir so leid. So, die Sterne können wir jetzt noch nicht angreifen, was ich mal sagen. Machen wir... Was habe ich denn für Items? Ach, Pulver. Das wird auch noch praktisch. Warum nicht? So, direkte Angriffe. Ich weiß, ich könnte euch natürlich auch zeigen. Aua. Sie. Greif Mario an. Hey, Mario. Ah, verdammt. Okay, ich muss sagen. Hammer und Erdbeben? Ja, das schadet ihr alle drei. Gut. Dann macht schön Schaden. So, dann wollen wir mal. Wollen wir Brunhilde kennen? Oh yeah. Das ist Brunhilde. Sie ist die älteste im gefürchteten Schattentrio. Max KP 9, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Eisattacken haben Stärke 2. Ihr Zauber vergrößert unsere Gegner und lässt sie uns selbst schrumpfen. Ich finde besonders ihr verschlagenes Lachen abstoßend. Mit so einer möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Au, 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 au. Oh, oh. Oh, nee, 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 nee. Charge. Du elendes... Ich mach keinen Schaden mehr. Verdammt. Ich muss mal wieder ran, oder? Na gut. Verdammt. Ja. Ja, Autsch, bist ja doch stärker, als du aussiehst. Aber jetzt machen wir ernst. Feuerzauber. Au. Au. Verdammt. Also gut, dann wollen wir mit dem Hammer angreifen. Warte, wie viele HP habe ich noch? 9. Nicht gut. Wollen wir jetzt erstmal diese Hexe da aus dem Weg schaffen? Verdammt! Au. Wir haben noch Pilze. Greif Gumbrina an. Aua. Aua. So, jetzt hat es sich aber ausgehext für die da hinten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Oh nö. Ich wollte eigentlich jetzt echt Mario einen Bratpilz rüberschieben. Damit er nicht aus den Latschen gibt. Denn wenn er aus den Latschen gibt, ist es vorbei. So. Feuerzauber. Oh nee, sie charzt dich. Nicht gut. Kannst du sie noch scannen? Ich will wissen, wie viele HP sie hat, damit ich weiß, wie ich sie angreifen soll. Das ist Roberta. Sie gehört zum Schattentrio und ist Brunhildas Schwester. Max KP 12, Angriff 2, Verteidigung 0. Sie kann sich aufpumpen.
Sie ist die stärkste im Trio. Vielleicht sollte sie sie als erste fertig machen. Abgesehen davon hat sie anscheinend keine weiteren Besonderheiten. Ist ja noch 8. Das ist nicht gut. Mit der Sternattacke könnte ich wahrscheinlich den Barbara platt machen, ne? Okay, ich würde mal sagen. Sternfitter und Maxi beben. Zumindest ich kriege Brunhilda nicht, also Robert nicht platt. Mit einer Attacke. Also gut, Maxi beben. Mache ich mehr Damage. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! 6, 7. Das ist eigentlich nur 4 Schaden. Schlecht. So, geblockt. Oh, nee, 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 nee. Das tat weh. Komm, scan noch Barbara. Dann mache ich einmal irgendwas Cooles. Ja, toll. Das ist Barbara. Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios. Max KP 10, Angriffsdruck 1, Verteidigung 0. Sonst keine Besonderheiten. Aber hübsch ist sie ja schon, oder? Findest du eigentlich, dass sie hübscher ist als ich? Weißt du, Mario, für Frauen ist so etwas sehr wichtig. Na, nur ein Scherz. So denkt man dann doch nicht dran. Ja, ich will aber nicht das... Ach komm. Mal Erdbeben, dann haben wir wenigstens Barbara aus dem Weg. Und um Bertha kümmern wir uns dann. Oh, Brunhilde, vergib mir. Ah, natürlich nicht. Oh, sie pumpt sich auch noch auf. Falscher Fehler. Und Arrivederci. Oh nein. 30 Sternpunkte. Das ist ja nicht doch mal ein Kampf. Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Und was euch angeht, Roberta, Barbara. Wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beiden Blindgänger euch angestrengt hättet. Macht euch auf eine zünftige Abreibung gefasst. Alle beide. Aber... Ja, ihr wollt es können, aber das bist doch... Yay, wir haben's halt. Oh, Aronis Collier, wir sollten es hier sofort zurückbringen. Umbrida. Ich glaube, falls wir in einen Kampf geraten, wäre es besser, Kupio jetzt draußen zu haben. Ja, und ich sage bewusst, falls. Ich will jetzt nämlich wirklich nicht in Kämpfe geraten. So. Denn jetzt gehen wir schnurstracks Richtung Aronas Haus und dann... Können wir dort auch speichern? Dann, bevor wir Arona ihr Collier geben, werden wir die Episode beenden. Oder doch. Vor allem die Aufnahme beenden. So. Wir müssen wirklich achten bei solchen Spielen, wie man das denn jetzt machen wird. Ist bei Hyrule Warriors aber auch ein bisschen ähnlich. Wow! Vor allem will ich zu dem Ding da hinten. Hallo, Heilung, danke. So, dann kann ich jetzt theoretisch auch wieder zu Gumbrina wechseln. Aber später. Merkt man, dass Gumbrina immer mein Lieblingspartner ist? Naja, was soll's. Jo. Und zack. Und zack. Und schon sind wir da. Also, Leute, bitte nicht Cutscenes triggern. So. Also, das war's für heute. In der nächsten Episode gehen wir Arona ihr Collier. Und dann gucken wir, ob wir in den Baum hineingelangen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.